Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wheel of Fortune Tarot. Ich heiße Nia und heute werdet ihr von den Karten eine kurze und knappe Ja- oder Nein-Antwort auf eure persönliche Frage bekommen, was auch immer euch gerade so durch den Kopf geht. Die Deutung wird nicht sehr detailliert sein, aber ihr werdet immer einen kleinen Ratschlag bekommen, was eure Situation betrifft. Okay? Bevor wir loslegen, will ich euch bitten, dass ihr dieses Video liked, wenn es euch gefällt, dass ihr mich abonniert, dass ihr die Glocke anschaltet und dass ihr einen Kommentar hinterlasst. Das würde mir echt sehr helfen. Und damit ist auch garantiert, dass ihr in der Zukunft noch ganz viele Videos wie dieses hier bekommen werdet. Also ein großes herzliches Dankeschön an alle die, die mich hier unterstützen. Aber jetzt legen wir los mit euren verschiedenen Gruppen. Bis gleich. Okay, dann schauen wir uns mal die vier verschiedenen Gruppen an. Für Gruppe Nummer 1 haben wir diese lila Halbkugel. Für Gruppe Nummer 2 eine schwarz-weiße Perle zum Aufhängen. Für Gruppe Nummer 3 einen bunten Würfel. Und für Gruppe Nummer 4 eine durchsichtige Murmel. Wie immer ist das Einzige, was ihr tun müsst, dass ihr euch einfach auf eure Frage konzentriert. Schließt gern die Augen dazu. Atmet einmal tief durch. Ihr könnt auch das Video pausieren. Und sobald ihr bereit seid, seht ihr, zu welcher der vier Gruppen ihr euch intuitiv am meisten hinzugezogen fühlt. Und unter dem Video findet ihr in der Beschreibung dann die jeweiligen Timestamps für eure Gruppe. Bis gleich. Hallo an alle, die sich für die lila Kugel entschieden haben, die lila Halbkugel. Schauen wir uns eure Karten an. Der Bube der Schwerter am Kopf und der Turm. Okay, das ist eine sehr deutliche Antwort und die Antwort ist ein ganz klares Nein. Denn mit dem Buben der Schwerter am Kopf kann ich sehen, dass ihr selbst schon Zweifel habt oder einige von euch, ihr seid vielleicht zurückgehalten, weil ihr euch Sorgen macht, ob das denn gut gehen würde. Und wenn ihr diese Sorgen habt, dann bitte vertraut eurem Instinkt, denn es würde nicht gut ausgehen für euch. Diese Karte zeigt auch, dass viele von euch einfach diese Entscheidung zu voreilig treffen würden. Ihr habt nicht lange genug darüber nachgedacht, ob das eigentlich richtig ist, ob das das ist, was ihr wollt. Und ihr habt nicht alle Probleme und Umstände in Erwägung gezogen. Also das heißt, ihr seid da zu voreilig, das geht zu schnell. Ihr müsst noch warten, beziehungsweise ihr sollt es überhaupt nicht tun, denn mit dem Turm, wenn ihr euch dafür entscheidet, wird es leider ziemlich schief gehen. Der Turm heißt, dass man seine Pläne auf wackeligen Boden aufgebaut hat. Und wenn man was auf einem nicht soliden Fundament aufbaut, dann stürzt es ein und das würde passieren. Also ihr würdet damit konfrontiert werden, dass ihr nicht genug drüber nachgedacht habt, wenn ihr euch dafür entscheidet. Und das kann ziemlich schlechte Konsequenzen dann leider für euch haben. Es wäre einfach alles viel zu schnell, viel zu unüberlegt und nichts Solides, wenn ihr euch dafür entscheidet. Also die Karten sagen euch ganz klar, hier tut es nicht. Gut, ich hoffe, dass das für euch Sinn macht. Ich hoffe, dass ihr jetzt Klarheit habt. Danke, dass ich eure Karten legen durfte. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss.
Hallo an alle, die sich für die schwarz-weiße Perle entschieden haben. Schauen wir uns eure Karten an. Die Königin der Stäbe und den Narren. Okay, das ist wieder eine ganz deutliche Message hier und die Antwort ist auf jeden Fall ja. Ihr seid das hier, die Königin der Stäbe. Das heißt, ihr wisst eigentlich genau, was ihr wollt. Und ihr habt auch die Power, die Kraft, die es braucht, um das umzusetzen, was ihr wollt. Also wenn ihr eine Idee habt und irgendwie inspiriert seid, dann ist das so nach dem Motto, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ihr werdet es auf jeden Fall schaffen, weil ihr habt, habe ich schon gesagt, die Kraft, aber auch den Mut und alles, was man braucht, um seine Ziele zu erreichen. Ihr seid auch sehr selbstbestimmt und sehr selbstbewusst und sehr unabhängig. Und das sind wirklich tolle Fähigkeiten, um Ziele zu erreichen. Und mit dem Narren kann ich euch nochmal versichern, dass das auf jeden Fall gut gehen wird. Es ist vielleicht ein bisschen riskant oder es erscheint euch ein bisschen riskant. Vielleicht ist es was total Neues und Ungewohntes für euch, aber das wird gut gehen. Denn der Narr, der hat immer Spaß bei dem, was er tut. Das heißt also, wenn es was komplett Neues für euch ist, dann werdet ihr auf jeden Fall viel Spaß dabei haben. Ihr werdet ganz neue Erfahrungen machen. Es könnte auch sein, dass für euch das einfach einen kompletten Neustart bedeutet hier oder dass ihr auf komplett neuem Territorium sein werdet. Es muss nicht sein, aber es könnte für viele von euch so sein. Also seid spontan und habt Vertrauen, denn es wird auf jeden Fall gut gehen und ihr werdet da viele neue Dinge dazulernen. Wie gesagt, also ihr habt es drauf und ihr wisst auch schon, dass ihr das machen wollt. Also das ist nur noch mal eine Bestätigung für euch, dass das auf jeden Fall was für euch ist. Also die Antwort ist klar und deutlich ja. Okay. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss. Hallo an alle, die sich für den bunten Würfel entschieden haben. Schauen wir mal, was ihr für Karten habt. Die zwei der Kelche und die Mäßigkeit. Okay, also das ist ein klares Ja. Auf jeden Fall ein Ja. Das ist, sind sehr, sehr positive, sehr schöne Karten, die wir hier haben. Das seid ihr, die zwei der Kelche. Und ich glaube, dass bei den meisten von euch es der Fall ist, dass ihr gefragt habt, dass ihr irgendeine Frage betreffs einer anderen Person habt, weil diese Karte bedeutet Einigkeit, bedeutet Partnerschaft, Liebe, aufeinander zugehen. Also falls ihr zu denen gehört, die was gefragt haben, was eine andere Be Person betrifft, dann heißt das, ja, ihr gehört zusammen, ihr solltet aufeinander zugehen, ihr gehört zusammen und da ist sehr, sehr viel Harmonie und Einigkeit und Liebe dabei und da wird auch was Tolles dabei rauskommen. Wenn ihr nicht nach einer Person gefragt habt, dann geht es da aber trotzdem irgendwie um eine Situation oder um eine Sache oder um zwei Dinge, die ihr vereinen möchtet. Und hier werdet ihr dazu ermutigt, das zu tun. Also tut das. Ihr müsst zwei Dinge zusammenführen, ob das ihr seid oder zwei andere Menschen oder ihr und eine Situation, ja, die gehören zusammen. Das könnte auch eine Art Vertrag symbolisieren oder sowas. Wenn es darum bei euch geht, dann auch wieder, ja, tut das, weil das wird sehr, sehr gut für euch
ausgehen. Und sowieso hier mit der Mäßigkeit als Ratschlag und Endergebnis ist wieder dasselbe Thema wie hier. Also wieder zwei Dinge oder zwei Menschen zusammenführen, die goldene Mitte zu finden, das goldene Maß zu finden. Also wenn ihr euch dafür entscheidet, dann wird das alles der Fall sein. Da wird sehr viel Harmonie herrschen, die Dinge werden im Einklang sein. Das wird ganz wunderbar für euch. Ihr müsst nur ein bisschen Geduld haben, denn der Spruch geht ja, gut Ding braucht Weil. Also das ist nichts, was schnell passieren wird, wenn ihr euch dafür entscheidet. Dafür ist es das dann auch wirklich wert, wenn ihr die nötige Ruhe investiert. Also tut das. Ja, die Antwort ist ganz deutlich ja. Das wird sehr, sehr, sehr angenehm für euch, kann ich euch versprechen. Gut, danke, dass ich für euch die Karten legen durfte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Und ansonsten passt gut auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. Hallo an alle, die sich für die durchsichtige Mummel entschieden haben. Schauen wir mal, was ihr für Karten habt. Die 9 der Stäbe auf dem Kopf und die Sonne. Okay, also die Antwort ist nein. Das seid ihr hier, die 9 der Stäbe am Kopf. Und das heißt, ihr wisst wahrscheinlich schon, dass die Sache, nach der ihr gefragt habt, sehr, sehr anstrengend wird und dass wahrscheinlich zu viele Hürden und Hindernisse am Weg liegen und dass ihr im Moment einfach nicht die Kraft habt, die zu bewältigen, diese Hindernisse. Wenn ihr euch dafür entscheiden würdet, dann würdet ihr sehr darunter leiden und vielleicht auch sowas wie Burnout bekommen oder euch wirklich richtig schlecht fühlen. Also tut es nicht. Und ich glaube, ihr wisst es teilweise auch schon. Da gibt es einfach zu viele Probleme bei der ganzen Geschichte. Und das heißt auch, dass euch von außen nicht geholfen werden würde. Ihr würdet euch da sehr allein gelassen fühlen mit der Situation. Das würde ganz, ganz schlecht für euch laufen, wenn ihr es tut. Der Ratschlag, den die Karten für euch haben, und der ist sehr schön hier mit der Sonne, ist, dass ihr euch jetzt um euch selbst kümmern müsst. Denn ihr seid wahrscheinlich jetzt schon ziemlich erschöpft, obwohl ihr euch nicht für die Sache entschieden habt, aber euch geht es nicht so richtig gut. Und ihr müsst dringend was für eure Vitalität und für eure Energie, Gesundheit und für euer Glück tun. Ihr müsst werden wie dieses Kind hier, was auf dem Pferd sitzt und in der Sonne ist und einfach glücklich ist. Seid gut zu euch selbst, erholt euch ein bisschen, gönnt euch was, genießt was, denn ihr müsst unbedingt euren Energiepegel wieder aufladen, damit ihr in Zukunft Projekte angehen könnt. Das steht im Vordergrund. Jetzt ist noch nicht die Zeit dazu. Okay. Also, das ist ziemlich eindeutig. Ich hoffe, das hat euch Klarheit verschafft. Ich hoffe, es hat Sinn gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte gern einen Kommentar und ein Like da. Und ansonsten passt gut auf euch auf und bis ganz bald hoffentlich. Tschüss.